Februar 2008 schreibt die Presse: Ruhe bitte, Stenzels Kampf gegen die Straßenkunst. Den Kampf gegen die Straßenkunst hat die Bezirksschäfin auch heuer zur Chefsache erklärt. Und wer Stenzel kennt, ahnt schon, dass das einer Kampfansage gleichkommt. An einigen Orten, so in der Gegend rund um den Stephansplatz, will Stenzel musikalische Darbietungen überhaupt verbieten. Ist sogar die Bummerin gegen die Brücker? Das war nicht immer so. Werfen wir einen Blick zurück. Es gab und gibt in Österreich gewisse unausrottbare Vorformen des Brückens. Die wirkliche Story beginnt aber in den Jahren 83-84. Während sich ein Teil der Jugendlichen der abebbenden Diskokultur hingibt, geht der andere, der politisierte Teil, gegen die NATO-Aufrüstung und für den Frieden auf die Straße. Eben in der Zeit tauchen in Wien und anderswo die ersten B-Boys auf. Breakdance oder B-Boying kommt wie der Hip-Hop aus den USA. Seit Mitte der 70er Jahre hat sich diese Szene dort rasant entwickelt. Das magische Jahr in den USA, aber auch bei uns, ist 1984. Round the outside. You know it. Two buffalo gals go around the outside. Round the outside. Round the outside. Hey, you, the rock steady crew. Shut up, what you do? Make a break, make a move. Hey, you, the rock steady crew. B-boy, baby, that's what you do. Hey, you, the rock steady crew. Ich heiße Helmut. Make a break, make a move. Bin 17 und spiele Eishockey. Ich heiße Werner. Bin 18. Ich bin Kfz-Mechaniker lerne und bin seit 1,5 Monaten bei der Graf Tourism. Bin eigentlich stolz. Ich bin der Ronny. Ich bin der Frank. Ich bin 16. Ich bin auch 16. Angeheizt durch die Massenmedien seit vielen Monaten hat sich in Österreich eine echte Breakdance-Szene gebildet, deren Schwerpunkt meiner Meinung nach Wien und da wieder die Großfeldsiedlungen sind. Weil das am ehesten auch vom Background mit den USA, New York oder Los Angeles zu vergleichen ist, diese Art Ghetto-Situation, dass die jungen Leute in den Großfeldsiedlungen oder großen Gemeindebauten die Chance sehen, aus der breiten Anonymität herauszukommen und sich in gewisser Form abzusetzen und Erfolg zu haben. Im Jänner 84 hat das dann in einem sehr explosionsartig begonnen. Es ist dann eigentlich während den Discos immer Break getanzt worden. Sie haben sich Videos angeschaut, teilweise bei uns, teilweise zu Hause, wie das in Amerika gemacht wird, haben dann die ersten so Programme in der Art entwickelt und haben also dann sind an uns herangetreten, um in Räumen zu proben für Breakdance. Natürlich hat auch Hollywood diese große Traumfabrik, die im Breakdance liegenden Potenziale erkannt und die ersten Filme produziert. Wild Style, Beat Street, Rock Up Steady Crew, Breakin und andere gehen wie Legenden um die Welt. Bei uns war es so, es sind dann die ersten Musikvideos rausgekommen von den amerikanischen Breakdancern, Rappern. Also diese ganze Hip-Hop-Geschichte hat angefangen zu leben. Und durch diese Videos haben wir die Möglichkeit gehabt, da wir damals schon einen Videorekorder gehabt haben, zum Aufnehmen. Ich bin zu meinem Freund ganz und Günther und er hat Videos von Rocksteady Crew, Street Dance
alles verschiedene, und da hat dann daneben angefangen. Die einen Kabelanschluss hatten, schauten und schauten und kopierten und schauten und kopierten. Und so sind wir eigentlich dann richtig reinkommen. Das alles scheint so lange her, dass es gar nicht mehr wahr ist. Eines Tages komme ich ins Fünferhaus und was sehe ich da? B-Boys und Girls beim Training. Außerdem sehe ich Battle und Battle und Battle. Bei dem Gespräch, das SP-Gemeinderätin Tanja Wessel und Vertreter der MA36 gestern mit den Projektdancern führten, ging es darum, eine für alle Seiten tragbare Lösung zu finden. Das ist uns gelungen, frohlockt SP-Gemeinderätin Wesseli. Die Breakdancer sind nette Jungs und sie werden ab sofort die Hausordnung einhalten. Dazu Stenzel, das soll ein Kompromiss sein. Die betreiben das alles gewerbsmäßig. Es ist ungeheuerlich, schäumt die Bezirksschäfin. Ich werde nicht zulassen, dass die Stadt immer mehr zu einem Rummelplatz wird. Will die Bezirksvorsteherin wirklich die Projekte aus der City vertreiben? Wer kämpft da gegen wen? Und während mir dies und der anrollende Wiener Wahlkampf und die Profilierungssucht der Politiker durch den Kopf geht, lese ich in einem Artikel über einen bei den Fußballern beliebten Tätowierer im zweiten Bezirk. Der Mann war in seiner Jugend Eishockeyspieler und 1983 Wiener Breakdance-Meister. Hey Georg! Ich glaube, es ist an der Zeit, eine kleine Geschichte des Breakdancers in Wien zu machen, bevor die Break aus der City und aus der öffentlichen Wahrnehmung vertrieben sind. So, dass ich durchs Tanzen dann eigentlich gegangen bin, auch in ein Jugendzentrum, das war in der Großverzielung, das Nautilus. Und da haben sich dann eigentlich die ganzen Gruppen gebildet. Man hat natürlich dann immer aussortiert, weil eigentlich jeder Breakdance hat machen wollen. Es war so ein Boom, dass eigentlich jeder getanzt hat. Und auch von dort eigentlich mit denen, es war ein Tanzwettbewerb, in 83 ein Disco-Tanzwettbewerb. Und ich war der Erste in Nautilus, der was nicht Disco getanzt hat, sondern ich bin als Letzter aufgetreten und habe Breakdance getanzt. Und da habe ich meinen ersten Pokal gewonnen. Das heißt, ich war eigentlich ein Disco-Wettbewerb gewonnen als Breakdancer. Wie habt ihr geübt, beziehungsweise habt ihr euch die Figuren einfach selber beigebracht oder wie oft habt ihr geübt? Naja, ich habe einen Tisch weggeschoben und dann hat er das gespielt, dann hat er es wieder zurückgespielt, Zeitlupe. Da haben wir das so angeschaut, dann habe ich es geübt, bis es halt kam. Nachher die Blutflecken weggewischt.
Und wir haben sehr, sehr viel Schmerzen gehabt, also sehr viel Schmerzen. Ich habe heute noch so, ich bin jetzt da 43 Jahre, heute noch enorm am Rücken, die was nie wieder weggeht, weil ich mir das aufgekratzt habe, aber ich nicht aufgehört habe, weiter zu trainieren, weil ich es unbedingt wissen wollen. Früher habe ich meinen Spitzname, was früher eigentlich war, bei den Breakdance, war Nike-Man. Ich war der erste eigentlich Breakdancer in Wien, der was eigentlich wirklich mit einem Trainingsanzug getanzt hat. Und da habe ich ein großes Glück gehabt, dass ich dann eigentlich einen eigenen Sponsor gehabt habe, und das war Nike. Und der hat mich eigentlich ausgestattet. Ich habe eigentlich alles mit Nike gehabt, das heißt, ich habe Nike-Haube gehabt, Nike-Jacken, Nike-Schuhe. Aber die teuersten, was es gibt, da hat einmal Odyssey, die haben Kasten Nike Odyssey, die haben 2000 Schilling gekostet. Und der Helle hat es gar gehabt und hat mit denen getanzt. Ich habe nicht lang gehalten, ist ganz klar durch das Tanzen. Das war mein erster Name, was mir eigentlich die Leute gegeben haben, Nike-Man, weil ich immer nur mit Nike angezogen war. Außer einmal bei der großen Schau. Das war dann eigentlich so, dass ich so bin dann nach Innsbruck einmal gefahren, mit dem Retschko, und hab dann eigentlich, bin in der Jury gesessen. War super eigentlich, finde ich, weil hat da eigentlich alles gepasst. Und dann insgesamt waren es dann eigentlich 2700, was ich eigentlich geschlagen habe. Also das war eigentlich sehr, sehr viel. 2700 Breakdancer ist eigentlich wirklich sehr, sehr viel. Ich kenne noch andere Breaker-Partie, das sind die Simmeringer. Die heißen nicht Zeiner, sondern Zeiser, lustigerweise. Sind die über den Weg gerannt? Ja, sind wir sogar sehr oft über den Weg gerannt. War eigentlich, wenn ich ganz ehrlich, wenn ich jetzt zurückdenke, eine ganz super Truppe, wirklich, war super, waren sehr gute Tänzer. Haben zusammengehalten mit Pech und Schwebe. Was ist aus dem Jüngsten der Caesar Brothers geworden? Also bei uns war es so, wir haben schon als Kinder irrsinnig viel getanzt. Also ich gerade, ich war der jüngste Bursch von die Zeiser. Habe ungefähr mit 9 Jahren schon mitgekriegt, meine Brüder tanzen, und die tanzen da so Disco, John Travolta, das war überhaupt so der Anfang. Und da hat es immer wieder Tanzwettbewerbe gegeben, und ich habe da mal mit dabei sein dürfen, so aus Pausenfüller irgendwie so, dass die Kleinen auch tanzen können. Und da ist damals ein Schweizer, einer Vorarlberger, hat da mitgemacht beim Tanzwettbewerb. Das war eigentlich eine Österreich-Ausscheidung. Und der hat da mitgetanzt. Und bei dem hat man das erste Mal, und ich bin mir ganz sicher, sehr viele, haben das erste Mal ein Breakdance in Österreich gesehen. Das ist der Bruder, der Harry und der Kretschmer Gerhard. Die haben da Afrika Bambaataa Dance Crew geheißen. Afrika Bambaataa war so ein ganz bekannter Musikmacher. Und wie wir dann zu fünft waren, waren wir eigentlich die Dynastie. Wir haben damals unser Schlafzimmer, Kinderzimmer ausgeräumt, haben uns dort ein Linoleum aufgelegt und dort haben wir geübt. Wir haben so ein damals Ghetto-Blaster Soundmaschine, war halt auch immer sündhaft teuer, weil du hast gleich 8 Batterien braucht, gleich die großen. Und ja, aber da haben wir meistens irgendwie zusammengesteuert, und dass man die Batterien daneben, dass da auch Musik auch vorhanden ist. Erinnerung, wo ich da auch den Satz. Ja, also es war vom Wiener Stadtfest bis zum Donauinselfest, was für mich ein absoluter Highlight war, weil das Donauinselfest, ja, ich meine, da sind über 10.000 Menschen, und du stehst dort als Gruppen oben auf der Bühne und die waschen die ein. Dann waren es halt auch irgendwelche Werbeaufnahmen
Veranstaltungen, wo irgendwelche Firmenfeiern gehabt haben, die uns dann eben auch engagiert haben. Hast du andere Gruppen auch kennt in Wien oder Projekte ins Partien? Einige, um die besten wahrscheinlich herauszuheben, sage ich auch jetzt die Graffiti Racer, die Wild Baxter Crew, die MC Sapa Crew und wir halt. Ich glaube, wir waren so die vier besten Gruppen in Wien. Was den einen die große Chance gewesen ist, war Dynasty, der große Auftritt in diese Gruppe, sie gehört jetzt mir. Du brauchst eine andere Stunde. Ja, das ist ziemlich, also es war schon ein Gott, es war total interessant. Dann für mich spielen ist einfach interessant. Das ist jetzt der Pauli, genau. Das ist der kleine Andi. Das ist der Harry. Hat ja keiner überlebt. Hat keiner überlebt, genau. Die ersten Breaker instrumentalisieren die Discos und tanzen anders. Sie haben die Automatisierung und die elektronischen Bewegungen in ihren Ausdruck aufgenommen und übersetzt. In Electric und Smurf, in Footwork, Helicopter und Headspin. Sie sind Disco Breaker. Was tut sich jetzt auf dem kommerziellen Sektor in Österreich zurzeit? Ja, ich habe jetzt erst vor kurzem, vor einigen Tagen, habe ich die Breakdance-Meisterschaft einer großen österreichischen Jugendzeitung beendet. Es finden pausenlos Wettbewerbe statt von einer zweiten österreichischen Jugendzeitung. Ich persönlich veranstalte bis Ende des Jahres die Disco-Tanzmeisterschaft, wo selbstverständlich alle Tanzformen zugelassen sind, vor allem der Schwerpunkt Breakdance. Jetzt in den letzten Monaten wurde das nach meiner Einblick aus ziemlich kommerzialisiert. Während die Alternativen und die studentische Jugend in einem Battle mit der Regierung liegen, wollen die Kids der Peripherie ihre Chance, Aufmerksamkeit und? Was haben deine Eltern dazu gesagt, wie du angefangen hast, Break zu tanzen? Soll ich das ehrlich sagen? Na klar. Ich bin ein Vollidiot. Wieso? Nein, weil wenn man sich da am Boden nochmal umkugelt. Und das taugt einer nicht. Und jetzt, da wir es gehört haben, dass ich bei einem Markup bin, sollten es natürlich schon mehr davon. Breaker wollen keine Weltrevolution. Sie revoltieren hier und jetzt. Sie wollen ihre Chance, ihren Anteil am gesellschaftlichen Kuchen. Was wird mit Leuten, die also jetzt ziemlich bekannt geworden sind und so recht schnell bekannt geworden sind, dann passieren, wenn kein Hahn mehr nach innen kräht, weil keiner mehr nach Breakdance kräht? Da sie ja gewisse Zeit lang Helden waren, werden sie ja Helden bleiben. Auch vielleicht Helden mit ein bisschen einer Patina, aber sie sind Persönlichkeiten. Durch sich selber haben sie sich aus dem Nichts, aus der Masse her emporgehoben, emporgesmurft oder gerobotet und bleiben da, sie bleiben einfach. Sie werden in 3 Jahren, wird man noch immer wissen, das war der und der Breakdancer. Ich glaube, als Jugendlicher hat man den Traum noch irgendwie, ja. Aber es ist uns schon auch, ist wurscht, ob es jetzt von den Eltern oder von der Mutter gekommen ist, es ist schon gesagt worden, es wird was gelernt. Was habt ihr für Berufe gelernt? Also, der Harry hat damals Installateur gelernt, der Michi Dachdecker, also lauter Handwerksberufe
Der Pauli war Scheu- und Daumenisolierer und ich habe Automechaniker gelernt. Ich habe keinen Beruf gelernt. Ich war in der Schule nicht der Intelligenteste. Ich sage mal, ich war nicht dumm, aber mich hat es interessiert. Es war eigentlich wirklich so, dass man eigentlich sagt, der Helmut Zeiner kommt aus dem Ghetto. Weil ich bin nicht arbeiten gegangen, ich war zu Hause, habe wirklich sehr viel Scheiße gemacht in meinem Leben, sehr, sehr viel Scheiße. Und hat sich dann eigentlich so entwickelt, dass ich eigentlich jetzt eigentlich darüber nachdenken tue und eigentlich sehr, sehr dankbar bin, dass ich das überhaupt gemacht habe, dass ich heute da eigentlich in meinem Studio stehen darf und eigentlich Leute anmalen tue. Die 90er Jahre sind in der Tat eine neue Epoche für Europa und für Österreich. Sie sind die Folge einer politischen Erschütterung. Die Grenzen zum Osten werden in Ungarn durchschnitten. Der Fall der Berliner Mauer ist der faktische und der symbolische Höhepunkt, in dem der Ostblock, also die Hegemonie der UdSSR oder die Nachkriegsordnung, zu Ende gehen. Wie lange gibst du der Welle noch? Das ist wirklich schwer zu sagen, aber ich würde mich wundern, wenn es nächstes Jahr noch in dieser Form weiterging. Ich glaube eigentlich gar nicht, dass das so schnell aus ist. Das wird auch weiterhalten da in Österreich. Wer von den Propheten hat recht? Beide. Einerseits, Projektens kommt aus der Mode. Andererseits, er hält sich in Wien, weil die Ungarn kommen, weil die Slowaken kommen und viele andere. Und die wichtigsten sind schon da. Ein Kontinent im Häusermeer von Wien ist zu entdecken. Im Unterschied zu Kolumbus, der nach Indien wollte und in Amerika landete, sind die wahren Indianer hier bei uns schon zu finden. Haben wir getanzt und so, und dann haben wir uns gedacht, ja, vielleicht können wir daraus was machen und so. Und dann haben wir angefangen zu trainieren. Und dann haben die Betreuer aus dem Jugendzentrum haben gemerkt, dass uns dran was liegt. Und die haben angefangen, uns Auftritte zu besorgen. Und damit wir die Lust nicht verlieren. Es steckt doch viel dahinter, dass uns der Erde viel geholfen hat. Weil wenn man ihn nicht getroffen hätte, wir wären nie dazu gekommen zu tanzen. Also im Tänzerischen war ich jetzt schon ein bisschen weit und da gab es einmal, da kam ein Junge, der hieß Reini, der hat da mit dem Helikopter, man dachte, okay, das hat mich so fasziniert, man dachte, das muss ich lernen, egal wie, das muss ich lernen. Und nach 2 Stunden habe ich gesagt, Reini, schau mal her, ich habe den Helikopter schon gemacht, sagte, das gibt's doch nicht. Sagte, nach 2 Stunden hast du den Helikopter schon, sage ich, ja, ich will jetzt den ohne Hände lernen. Sagte, nein, das ist zu viel für dich heute, glaube ich. Wir haben gewusst, wir haben unsere Leute halt, ne, und waren 7-8 Burschen halt, ne, und ja, wir haben voneinander halt so viel wie möglich gelernt, ne. Habt ihr dann zum Tanzen auch sowas wie eine Choreografie gemacht, oder wie habt ihr euch das überlegt? Ja, da haben wir die Choreografie schon gemacht, weil da war es, am Anfang war es natürlich nicht so, am Anfang war es nur das Lernen mal, dass du mal als Figur was darstellen kannst, weil Tanzen ist ja eine körperliche Sprache, ja. Und nach der Zeit, wo es das entwickelt worden ist, wo es schon Hand und Fuß gehabt hat, da haben wir schon angefangen mit der Choreografie selber. Und das war der Erdo, der was heute jetzt nicht da ist, der war schon in dem Bereich ein bisschen weiter. Und wir haben gesehen, also es macht uns sehr viel Spaß, die Musik. Natürlich haben wir sich im Laufe der Jahre ein eigenes Tonstudio zugelegt. Dann haben wir angefangen, drauf los zu komponieren. Ne? Wir haben sozusagen einen eigenen Label. Am Anfang kennt dich ja keiner. Da kommst her, okay, denkst du willst einmal ein Tänzer werden und klar hat es noch mit die Mädchen zu tun und da wirst du ja angesehen und vergöttert. Und dann fängst du einmal an zu tanzen und eigentlich zu erfahren, wie es wirklich ist, dass es wirklich eigentlich für dich es liegt und Spaß macht. Ne? Und die Frauengeschichten kommen ja auch dazu, dann wirst du berühmter, klar. Heutzutage sogar werden wir angesprochen, sagen, hey, wir kennen euch und so. Und wir sehen die zum ersten Mal, ne, und sagen, oft zum Beispiel,
in Lokale oder manchmal sogar auf der Straße, wir gehen mit den Kindern spazieren oder so, oder im Park, und auf einmal kommt einer, sicher kein in unserem Alter, sagt, ey, ich weiß, wie ihr seid, ihr habt damals gebreakt und getanzt und gesungen und so, ne? Aha, okay. Ah, ihr habt ja mal ganz lange Haare gehabt und so weiter und so fort. Es war damals eine Modeerscheinung. Mika, Robby, Zekir, Erdo, Robert, Bülent, alle. Wie hast du sie genannt? Die Indianer. Die Indianer, ja. Also mit 16, 17, das war eben anders. Ne? Da haben wir nichts zum Tun gehabt, außer der Musik. Ne? Und breaken und tanzen und also Hauptthema war bei uns Musik, Showbusiness. Es ist, wir sollen einen Auftritt machen für die Polizei selbst. Für eine Polizeiveranstaltung. Es ist okay, ziehen wir das durch. Auftritt ist Auftritt. Ne? Sind wir hingegangen und jetzt eine voll große Choreografie durchstudiert, wo wirklich voll Power getanzt werden muss. Und jetzt stehen wir auf der Bühne, ich, Erdo und mein Bruder. Ja? Und wir tanzen und tanzen. Und mitten beim Tanz sagt der Erdo, schau, ich tanze für die Polizei, aber wird gesucht von denen. Heute gehen wir uns. Summa! Nennt sich Sumatra und es sind halt ein paar Leute dabei, die auch schon beruflich tanzen, und es sind viele akrobatische Elemente hinzugefügt worden in letzter Zeit. Also das Tanzen hat sich in letzter Zeit ein bisschen verändert, es ist mehr Akrobatik geworden, es ist schon fast nur noch Akrobatik und Artistik. Ich habe eigentlich Kunstturnen gemacht und Kampfsport. Nur durch meinen Cousin, der in Wirklichkeit nicht wirklich mein Cousin ist, der Retschko, der, also unsere Eltern und unsere Großeltern waren schon miteinander befreundet und mehr oder weniger so wie Verwandte halt. Ja? Und irgendwann einmal hat er mich mitgenommen zu einem Auftritt. Und seit dem Tag habe ich irgendwie, als ich das gesehen habe, was da abläuft, also waren 6000 Zuschauer, kann ich mich erinnern oder so, ja, da hat es mich halt irgendwie mitgerissen. Ne? Und dann habe ich gesagt, ich will tanzen. Da habe ich gesagt, gut, wenn du tanzen willst, dann geh trainieren, mach was. Ne? Bin zu Wettbewerben gegangen, habe alles gewonnen, fast alles. Und ja, ich glaube, also begonnen habe ich, ich will jetzt nicht lügen, warte mal, 15 war ich. 15 und 3 Jahre später, mit 18, war ich dann schon Staatsmeister. Da habe ich die ganze Zeit lang wirklich mir selber Auftritte gecheckt, bin einfach in den Jugendzentren trainieren gegangen, hauptsächlich Haus 5. Ja, da habe ich dort trainiert, habe meine Auftritte gemacht, bin selber in die Diskotheken gegangen mit Videos und habe gesagt, hier, bin eigentlich hausieren gegangen, von Diskothek zu Diskothek, und da habe ich so mein Geld verdient. Was waren da für Plätze in Wien oder Discos, wo ihr auftreten seid, oder ganz die am wichtigsten waren? Ja, Haus 5 auf jeden Fall, Albert-Seber-Saal. Da hat es mal das Crazy Cats gegeben, da hat es auf der Laxenburger Straße das Durdachs gegeben. Wo sind wir noch aufgetreten? In Wien vorerst einmal. Dann nachher sind wir dann schon langsam raus ins Dorian Gray, dann ins Miami, Hagenbrunn. Nachtwerk ist dann auch schon offen gewesen. Ja. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Breakdance und Freestyle? Ja, ich würde da nicht wirklich einen Unterschied sehen wollen, sage ich mal. Weil in den 80ern hat sich ja der Breakdance als genauso ein freier Stil entwickelt. Dieser freie Stil hat sich dann in mehreren Stilkategorien weiterentwickelt, sodass es dann irgendwann einmal Elektro-Boogie gab, dann gab es dieses Wave-Dancing, dann Popping, und dann kamen die Headspins, dann gab es die Akrobatik, und irgendwann einmal hat man das alles zusammengemischt. Und
Im Endeffekt war es immer Freestyle und wird immer Freestyle bleiben. Erdo ist das unerreichte Vorbild der Tänzergeneration der 90er Jahre. Als Wiener und österreichischer Meister im Freestyle und dann als Europameister im Showdance, Paris 1996, hat er einen Gipfel erklommen, von dem aus es nicht mehr viel weiter oder höher gehen konnte. Und wenn, dann nur mit größter Disziplin und einer Verbindlichkeit, die seine Sache in diesen Jahren nicht war. Haben die neuen Helden gleich Patina angesetzt, es sich im Olymp bequem gemacht? Keineswegs. Sie und andere betätigten sich als Trainer der Jüngeren, als Juroren oder als Moderatoren auf Tanzwettbewerben. Trotzdem bleiben Fragen. Ist der von Erdo und Co. gezeigte Freestyle noch entfernt mit Breakdance verwandt? Ist nicht viel mehr ein Niedergang des Breakens in diesen Jahren zu beobachten? Aber selbst wenn wir dies bejahen wollen oder zumindest vermuten, ist die konkreteste Frage, wo ist Erdo abgeblieben? Moment, achso, der Erdo, wir müssen noch aus der Jury warten. Aha. Der Erdo ist am Klo, also wird das Ganze jetzt etwas länger dauern? Es sollte in der Tat länger dauern. Er ist im Nebel des Olymps entschwunden und für einige Jahre nach Frankreich oder Spanien ausgewandert. Und das hatte seine Gründe. Der Hero weg, die B-Boys verschwunden. Welchen Höhepunkt, welchen Todpunkt. Lösen wir den Knoten mit dem guten alten John Travolta. Wann immer der Mann am Häusl gezeigt wird, tut sich Entscheidendes. Und er überlebt sogar seinen Abgang. Anfang der 90er, als sich die Medien einigermaßen beruhigt hatten, glaubten viele, die ambitionierten B-Boys mit ihren Turnschuhen, selbstgebastelten Mützen und Trainingsanzügen wären längst ausgestorben. Doch es kam anders. 1997 und 1998, so das Hip-Hop-Lexikon, schwappte eine neue Tanz- und Breakdance-Welle über die Erde. Meine Erleuchtung: Die Roma-Freestyler des 10. Bezirks haben in Wien den Breakdance in ihre Ausdrucksformen aufgenommen und aufgehoben und weitergegeben. Genau, weitergegeben. In der ganzen Bandbreite vom Electric Boogie bis hin zur Akrobatik, vom Footwork bis zum Flickflack. Und dann kamen die vielen Handstandfiguren und Power-Moves hinzu und immerzu die Show. Eine besondere Rolle kam Mitte der 90er Jahre den vom Verein Wiener Jugendzentren unter dem Namen Move Your Bones durchgeführten Tanzwettbewerben zu. Die von Michi Regen und anderen organisierte Veranstaltung für junge Talente fand nach den Vorausscheidungen in diversen Jugendzentren, im Flex, in Planet Music und öfters in der Szene Wien statt.
schon genommen. Erster am heutigen Abend bei den Gruppen ist geworden die Gruppe Black and Dangerous. Mit jeweils 1000 Schienen von Kurve. Der erste ist Sedir. Jackson. Das ist der Ursprung, Leute. Wenn man Musik studieren möchte, kommt man nicht vorbei an Michael Jackson als Pflichtfach. Michael Jackson, was keiner weiß, hat nicht den Moonwalk erfunden, sondern Marcel Marceau, ein Pantomime, ein Französischer, hat ihm den Moonwalk beigebracht. Die Illusion ist entstanden, das Original, das ist mit einem Regenschirm, weil das wird es regnen, der Regenschirm geht auf, man hält es nach hinten und beginnt mit einem Moonwalk. So entsteht der Effekt, dass der Wind einen nach hinten zieht. Zoran Bogdanovic hat den Electric Boogie zerlegt und ausgebaut in allen Versionen. Power Moves sind seine Sache nicht, denn in Wirklichkeit ist ein geborener Pantomime. Im Fachmund wird es genannt Electric Boogie und da muss man auch unterteilen. Ja? Es gibt die klassischen Waves aus den 80ern, dann kamen Elemente dazu, dass man alles in Stücke macht, wieder das Gegenteil. Es wird zerhackt worden. Genau. Dann lässt man viele Moves, auch wie gesagt, rückwärts laufen. Das ist je nachdem, wie man variiert. Da gibt es die Boogaloos, das sind diese Sachen, solche Geschichten, wo alles in einem durchfließt. Dann gibt es die Tuts, diese Geschichten, ja, wo alles in diesem Bereich sich abspielt. Es gibt Variationen. Ein Move, was ich sehr cool finde, was sehr viele Jugendliche mir nachgemacht haben, schon damals 1991, diese Sachen, ich nenne es das Pendel, diese Geschichten. Und es ist schön zu sehen, dass dann später auch das Krochen sich aus dem sozusagen gebildet hat. Nicht das Krochen, das Tektonik. Computerprogramm, Krochen Chapeau. Akademiker, glaube ich, gab es bei uns nicht wirklich viele. Also ich kann mich an keine erinnern. Was haben deine Leute gemacht? Meine, die waren mehr, also Scheren, Schleifen, Casano heißt das bei uns. Diese großen, wie heißen die? Töpfe? Ja, genau, die Töpfe und zum Backen auch diese anderen Sachen. Und der Rest war halt auch mit Musik und so, durch die Hochzeit spielen und so, Musiker. Waren Musiker in deiner Familie? Ja, 50% waren Musik, Hochzeiten spielen und der Rest war halt eben diese handwerklichen Sachen. Was haben die für Musik gemacht? Roma-Musik. Mit welchen Instrumenten? Das ist ein typisches Lied, oder? Das ist von Shaban Bajramovic, der Gypsy, der Roman. Gypsy King. Gypsy.
Taliban, mit wem bist du auftreten? Ich bin auftreten mit meinen zwei Brüdern, also den älteren Bruder Daniel und mit Zwillingsbruder David und unser bester Freund damals, das war der Misi. Und ja, also wir vier waren eigentlich die Hauptgruppe, kann man so sagen. Wie hat eure Gruppe geheißen? Unsere Gruppe hieß BDS, also die Abkürzung steht für B-Boy Death Squad. Und ja. Wann seid ihr auftreten? Wann wir auftreten sind. Angefangen haben wir im Januar 1999. Und das hat sich gezogen bis, also wir vier zumindest, bis 2006. Was waren die interessantesten Auftritte, die ihr gehabt habt? Da waren auch Auftritte in Tschechien, in Slowakei, in Ungarn, überall. Also, keine Ahnung, mein Kopf ist irgendwie leer. Also, ich weiß nicht, es waren wirklich sehr viele. Aber auf jeden Fall in Erinnerung geblieben ist der Live-Ball. Weil das war einfach sehr groß. Also. Warum heißt sie eigentlich B-Boy? Oder woher kommt das? Ja, das kommt aus den 80er Jahren und ist eigentlich der echte Name für das. Also es steht eigentlich für Breakboy. Eigentlich heißt es B-Boy. Also es ist halt, wie man ja, im Underground halt so sagt. Habt ihr Battles gemacht und andere Wettkämpfe? Unser erstes war ehrlich gesagt nach zwei, drei Monaten im 5. Bezirk in einem Park. Und ja, also wir haben uns gedacht, boah, wir werden die alle schlagen, wir sind so super. Keine Ahnung, wir haben erst zwei Monate getanzt. Und ja, also dort waren, hat es eben anders ausgeschaut und sind ziemlich auf die Schnauze geflogen. Und die Ungarn waren auch dabei, also in der Jury, und das war das erste Mal, dass sie so richtig arge gesehen haben, arge Leute, die sich am Kopf drehen, Minuten lang etc. Und ja, im Endeffekt hat uns das nur noch mehr Motivation gegeben. Wie haben die Breakdance-Gruppen geheißen? Da gab es erstmal die Ungarer, also vom 1. bis zum Klärungsplatz, die Break-Session. Dann gab es Nobody Rocks, die Talking Buddies, die waren auch hier im 5. Wer gab es noch? Resurrection gab es. Fassen wir die 90er Jahre zusammen. Der Freestyle von Erdo und Co. hat seinen Anteil an der Wiedergeburt der B-Boys um 2000. Was hast du da für Erinnerungen? Ist das sentimental? War das eine klasse Zeit oder war es eine harte Zeit oder war es einfach nur lustig? Es war eine der schönsten Sachen meines Lebens. Also ich glaube nicht nur, dass es eine Erinnerung ist, sondern dass es auch zu meinem heutigen Charakter beigetragen hat. Es hat mich zu dem gemacht, was ich heute bin. Und es hat mich nicht nur musikalisch oder tänzerisch was gelehrt, sondern eben der viele Kontakt mit so vielen Menschen aus verschiedenen Kulturen, das zum Funktionieren zu bringen, das ist einfach auch etwas, finde ich, was sehr viel am Charakter ändert einen Menschen. Und ja, es war die schönste Zeit. Es war keine harte Zeit, auch wenn wir mehr geschwitzt haben als sonst bei irgendetwas. Ja. Wir haben hart an uns gearbeitet, wirklich. Ich war auch ein sehr strenger Trainer.
Aber ich glaube, auch die, die mit mir mitgemacht haben, ich kenne sie heute, sind alles Freunde, die sehen das auch genauso, glaube ich. Warst du in dem, was wir auf Wienerisch nennen, der Müderhund in deiner Jugend, oder wie würdest du das sehen? Ich glaube, der werde ich bis zu meinem Tod bleiben. Battle in Wiener City. Magistrat und Bezirk laufen Sturm gegen die Projekttänzer am Stephansplatz. Die Tänzer fühlen sich diskriminiert. Ihr Problem ist ihr großer Erfolg, sagt ein Fan der Projekttanztruppe am Stephansplatz. Seit nunmehr 12 Jahren gehören die ungarischen Tänzer zum Wiener Stadtbild. Sobald sie ihre Musik aufdrehen und die ersten Schritte machen, bildet sich eine Menschentraube. Jung und alt klatscht mit, jubelt und staunt über die akrobatischen Einlagen. Immerhin, die Truppe wurde schon zweimal zum Projekttanz-Weltmeister gekürt. Nun dürfte der große Menschenandrang der MA36 ein Dorn im Auge sein. Die Straßenkünstler hielten sich stets an die gesetzlichen Vorgaben, etwa nur zwischen 13 und 22 Uhr aufzutreten. Doch vergangene Woche stoppte der Magistrat die Show und begleitete die Akrobaten zur Polizei. Jeder ging mit einer Strafe über 356 Euro nach Hause, so der Kurier. Wer fightet dagegen wen? Welche Battle suchen Stenzel und Co.? Für mich ist Battle, das sage ich jetzt ganz klar, keine Option. Aber was ist für die Projekttänzer überhaupt ein oder eine Battle? Ja, also das ist ja, das ist eigentlich der, wie soll ich das sagen, der Geist des Breakdance, sich zu betteln. Wie seid ihr aufgetreten? Das war nicht anders, also nur hat es nicht Battle geheißen, sondern es hat einfach nur Tanzwettbewerb geheißen. Also Battle hat die Amerika geschlagen. Respekt bei der Bettung, Respekt unter den Verhalten, das ist überall.
in die Richtung, wir haben den Sprechen. Vier Stunden auf der rechten Seite. Also ich glaube, es war deswegen, weil irgendwie es, also damals gab es nicht so viele feste Gruppen, also eher mehr Einzeltänzer, und es hat sich halt so eingeführt dann, dass man 2 gegen 2 tanzt. Aber war halt leichter. Willkommen zur Breakdance Battle im Fünferhaus. Wie alle Jahre wieder, herzlich willkommen. Das an, zum wie viel Mal seid ihr eigentlich Sieger geworden? Ist also ich bin aus Salzburg von der Noblos Crew, der Sanji ist aus Wien von Rhythm of Soul. Und wir haben uns heute so zum Spaß mal zusammengetan und geschaut, was man mit Salzburg-Wien machen kann, und das war erfolgreich. Und ihr habt erst heute also gemeinsam zum ersten Mal wirklich getanzt. Ja. Erfahrt ihr noch? Mal, ja. Sonst immer gegeneinander. Gegeneinander. Ja. Gegeneinander. Super. Super, aber was sagt ihr immer zum anderen? Was sagen wir über die anderen Finalisten? Gut gebettelt? Ja, gut gebettelt. Ah,
Wie lange tanzt du schon, Mann? 5 Jahre. Was ist der Grund, warum du tanzt? Der Grund, warum ich tanze, ist, befreit mich. Man kann sich selber entwickeln, ausdrücken, kennenlernen. Also deine Leidenschaft. Ja. Also ich habe schon ein paar Battles gewonnen und hoffe heute auch. Wer alles reinlegen. Wer mit Sanji tanzen und ja. Mal schauen. Wie ist es hier genau so? Also hier werden Gruppen gegeneinander getanzt oder einzelne Personen? Es tanzen immer 2 gegen 2 und es geht nach so einem K.O.-System. Das heißt, wenn zuerst 8 sind, bleiben 4 über, dann 2 und dann ist das Finale. Super, danke dir. Ja, cool, danke. Ich heiße Lina und ich heiße Game Over. Okay, und wie lange breakst du schon? In 3 Jahren. Ich habe vor einer Weile angefangen, keine Ahnung, für 7, 8 Jahren, aber ich habe dazwischen nicht getan. Wie bist du zum Breaken gekommen? Naja, so circa 17 Jahren wollte ich da mit meiner damaligen besten Freundin Sport betreiben und sind dann auf ein Jugendzentrum gestoßen, 15. Und haben uns halt auch erkundigt, ob es irgendwie Möglichkeiten gibt, günstiger irgendwie Freizeit zu vertreiben. Und die haben gemeint, ja gut, im Kellner, da gibt es eine Hip-Hop-Gruppe. Wir sollen dann halt hinschauen, die trainieren gerade und wir sind dann runter. Und das waren B-Boys, ja. Die haben uns dann halt aufgenommen. Das ist der hängen geblieben. Genau. Mittlerweile tanzen sie leider nicht mehr. Und was machst du sonst? Ja, sonst arbeite ich Vollzeit und sonst unterrichte ich auch Breakdance 3-mal die Woche. Reise viel. Ja. Und trainiert. Ja, das gehört dazu auf jeden Fall, Respekt. Ja. Beim Battle ist es schon so, dass man sich nicht berühren darf. Ja.
Wie heißt du? Stell dich mal ein bisschen vor. Ich heiße Jamal und komme aus Marokko und bin ein B-Boy. Represent the Only Kings Crew von Wien. Ja. Und dort ist ein Battle. Wir sind jetzt im Achtelfinale. Und ja, jetzt sind noch vier Crews übrig. Und wir sind eine von diesen vier Crews. Ja. Also wir sind weiter. Was bedeutet eigentlich für dich Breakdance? Wie würdest du Breakdance am allerbesten definieren? Breakdance. Breakdance ist nicht eigentlich nur ein Sport oder eine Tanzart, sondern Breakdance ist eine Kultur. Also man lebt die Kultur aus, man ist ein B-Boy. Damit meine ich nicht bisexuell, sondern Breakdance-Boy. Und man lebt einfach so wie ein B-Boy. Man gibt sein ganzes Herz und seine ganze Seele für den Tanz. Denn wir machen das alle schon ewig und viele sind gegangen und gekommen und wir sind noch dabei, einer von den wenigen. Der von Mike Menzena erwähnte, den Caesar-Brüdern bekannte und der mit Erdo gleichsam verwandte Rechko. Der Straßen- und Breakdancer der ersten Stunde, Rechko, Vienna Old School, lebt am mythischen Hausberg der Metropole, am Wienerberg. Wie bist du eigentlich zum Breaken gekommen? Das kann ich da genau sagen. Und zwar nachdem ich immer Disco, also damals war es noch kein Freestyle-Disco getanzt habe ich gehört ganz einfach, dass es im dritten Bezirk einen Tänzer gibt namens Robert Denke. Ja? Denke ich mir, der soll so gut sein. Und ich mit meinem Stolz, mit meiner Frechheit, die ich damals als Kind mehr oder weniger gehabt habe, habe ich gedacht, in Wien darf es keinen besseren geben für mich. Da habe ich gedacht, da muss ich unbedingt hin, den schaue ich mir mal an. Nee, ich komme hin, ist damals noch Banker dort, denke ich mir, da war der Putzi weg. Also das kann doch nicht der Beste sein. Ja. Er auf der Tanzfläche, Schweiß gebadet, von Gras umher. Normal denke ich mir, das bin ja nur ich gewohnt, das gibt es ja nicht, da gibt es jetzt einen zweiten davon. Nee, ich auch auf die Tanzfläche, also ich gebe Vollgas. Und nach der ganzen Session halt, sind wir irgendwie zu reden gekommen. Und er sagt, pass auf, wir können da was machen. Sagt er, wenn du willst, können wir ja Gruppen machen. Und wir können auftreten, meine Schwester hat gute Kontakte und so. Sag ich, na, das ist keine schlechte Idee. Und unser erster Auftritt, unser erster Breakdance-Auftritt war der Caesar Michi, der Robert Benke und ich. Meine Wenigkeit, wir waren zu dritt, das war im Jack Daniels, ich glaube 1984. 83 oder 84, ich glaube 83. Und wir waren auch, also das traue ich mir wirklich zu sagen, auch die erste, allererste Breakdance-Gruppe überhaupt, die es jemals gegeben hat in Wien. Das war, Entschuldigung, der Caesar Michi, der Benke Robert, Caesar der Benke Robert, der Sascha Lakatosch, dann war der Drago, der Patrick Brunner und dann ist der Zeine Helmut auch dazugekommen. Und dann sind wir halt von Diskotheken zu Diskotheken hin und her pendelt und haben unsere Battles, haben uns die Battles abgeliefert. Das war für uns jetzt nachträglich quasi, dass es stundenlange oder jahrelange Arbeit war. Aber davor, das war für uns alles normal. 5, 6, 7, 8 Stunden am Tag.
Tanzen war für mich immer schon alles. Ich habe gesagt, Papa, sage ich, im Theater der Welt gibt es ein Casting, man kann dort vortanzen und dann muss ich 3 Jahre studieren. Schule kostet etwa so 3000 Schilling seinerzeit. Dann habe ich gefragt, dann geht's da gut. Und dann ist mir das aber gelungen mit 20, da war ich schon mittlerweile verheiratet, 20,5 Jahre circa. Und mit 21 oder 21 war der Remi dann schon auf der Welt. Und meine Frau hat gemeint, ja geh hin, du kannst nichts verlieren. Probier es nochmal. Bin zwar hin, da waren ungefähr um die 130, 140 Bewerber. Und die Schule nahm aber maximal 30 Schüler auf. Und mit viel Glück, sage ich jetzt einmal, oder mit Gottes Hilfe habe ich das geschafft. Die Schule dort. Also mein Studium dort absolvieren zu dürfen. Er war nicht nur für mich ein Idol, sondern für die ganze Generation. Du wirst jetzt wirklich viele, sehr viele finden, die in meinem Alter sagen werden, der Retschko war ihr Idol. Replay. Wie gesagt, 20 fertige Produktionen mittlerweile. Ja. Aber das ist wirklich für mich die Krönung immer gewesen als Vater jetzt. Die Show ist zu Ende, die Leute, Standing Ovation, wir verbeugen uns alle miteinander. Aber wenn der Konfronté rauskommt und sagt, meine Damen und Herren. Was gibt es Schöneres? Vater und Sohn auf der Bühne, hier ist der Retschko Moazeri! Und da geht man meistens das Herz so auf. Ja. Und das ist für mich der schönste Moment. Seit vielen Jahren sieht und was ich immer auch verlangt habe und was jetzt endlich offenbar, vielleicht im Wahltag sei Dank, auch von einem Initiativantrag der Wiener SPÖ, unterstützt von ÖVP und auch den Freiheitlichen, offenbar im Landtag beschlossen werden wird, ist eine Reform zum Landessicherheitsgesetz, die nicht das Betteln als solches verbietet. Das wäre auch falsch. Das ist ein Ausdruck eines großen sozialen Elends und ein Aufschrei. Sondern das gewerksmäßige Betteln. Ladies and gentlemen, you have to know that we are sponsored by you. Because our show is your show. So your money is our money. Für mich ist Betteln, das sage ich jetzt ganz klar, keine Option. Ich finde, man sollte diesen Menschen helfen, sich selbst zu helfen. Es geht in der EU möglich. That means, if you like our show, you pay. If you don't like our show, you pay. Or you run away. But they're gonna find you anyway. Gewiss. Stenzel will uns kein A für ein E vormachen. Aber die semantische Irreführung hat einen Grund. Die Bezirksvorsteherin will eben keinen Unterschied machen. Deshalb sollen beide, die organisierten Bettler und die Straßenkünstler, aus der City verschwinden. Die ungarischen Breaker erhielten eine Verwaltungsstrafe. Die Begründung der MA36, bei dem Auftritt handelt es sich nicht mehr um Straßenkunst, sondern um eine anmeldungspflichtige Tanzveranstaltung.
Das Büro von Bezirksvorsteherin Stenzel begrüßte die Maßnahme. Die Breaker hingegen sehen sich diskriminiert. Mit Hilfe der Wiener Grünen konnten sie wieder auftreten, angemeldet als politische Veranstaltung, so der Kurier. So etwas verbieten, ja, finde ich wirklich voll Bullshit. Weil ich finde gerade, weil sehr viele Menschen eigentlich, man braucht nur schauen, wenn man am Stephansplatz tanzen tut, gibt es nicht viele Leute, die nicht stehen bleiben. Sie bleiben wirklich stehen und schauen. Die sind in Form. In Movimento. Ja, du wirst Das ist ein Wahnsinn. Das sind ja praktisch kunstturnerische Eigenschaften. Das sind Akrobaten. Schau, auf einer Hand und Hand. Schau, ja. wie lang der da steht. Also sagen wir mal so, wir würden nicht brechen, aber wir würden uns was abbrechen. Ja, genau. Sie schauen, klatschen, sind mit einer Euphorie dabei und das gefällt ihnen. Und so eine Dame will eigentlich das wegkommen, wo eigentlich die Menschen schauen auf das, was die eigentlich Jugend eigentlich machen tut. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, dass die dort tanzen, Dame. Sie machen nichts. Ist das geschäftsstörend oder schädigend? Ja, nicht so viel, oder? Wie oft treten die auf eigentlich? Sind so unauffällig, dass man es gar nicht. Kann ich mit Ihnen reden? Stören Sie die Breaker eigentlich da beim Geschäft oder nicht? Stören Sie nicht. Das ist für Sie kein Problem. Wo kein Rummel ist, da kein Geschäft. So ist es, ja. Lass die Kamera bitte weg. Im Augenblick ist es eine Diskussion, dass eigentlich die Bezirksvorsteherin des ersten Bezirks, die Frau Stenzel, die Breakdancer sowie andere Straßenkünstler vom Stephansplatz weghaben will. Du hast dich für sie eingesetzt. Warum? Weil unbedingt in einer Metropole wie Wien Kunst, Straßenkunst, Off-Kunst, Jugendkultur den Platz haben muss und wo, wenn nicht in Downtown, im Herzen der Stadt. Durch die vielen Schanigärten wird der öffentliche Platz natürlich enger. Als Problem gelten aber nicht die kommerziellen Dauernutzer, sondern die kurzzeitig auftretenden Straßenkünstler. Meine Meinung ist, dass der öffentliche Raum, der hier vor allem am Stephansplatz und am Stockholmer Eisenplatz ja ein sehr schöner ist, allen gehören muss. Es darf keine Unterscheidung gemacht werden, ob ich jetzt Straßenkünstler bin oder ob ich als sonstiger Unternehmer, wie gerade letztes Wochenende zum Beispiel, hier einen Kirtag abhalte. Es muss der öffentliche Raum unabhängig davon, von ob ich jetzt Geld habe, ob ich Einfluss habe, ob ich eine Lobby bei der Bezirksvorsteherin habe, allen gehören und alle müssen mit gleichem Recht und gleicher Berechtigung hier auftreten dürfen. Oder halt eben auch nicht. Street dancing here 16 years. 16 years. Don't stop. And you will see how it works. Okay. We are belong to this place like this church, you know? Wir müssen schauen, wenn wir die innere Stadt in ihrer Wohnqualität erhalten wollen, muss schon einiges passieren. Zum Beispiel die Möglichkeit für Anrainer Parkplätze zu finden. Das kann ober der Erde sein, das kann unter der Erde sein, aber das muss möglich sein. Die Parkplatznot ist eine schreiende Not. Wenn man Geld verdienen möchte in Wien, muss man einen Schanigarten eröffnen. So gesehen wäre es auch durchaus sinnvoll, wenn die Breakdancer versuchen würden, oder die Straßenkünstler einen Schanigarten aufzumachen, denn es kostet in der Fußgängerzone der Quadratmeter Schanigarten pro Jahr, das ganze Jahr, nicht Monat, das ganze Jahr 27 Euro. Und sonst in Wien, also auf Gehsteigen oder Nicht-Fußgängerzonen, 3,60 Euro. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn man ungefähr die Geschäftsmieten kennt im ersten Bezirk, was für ein großartiges Geschäft es ist, einen Schanigarten zu haben. Und das ist genau das Problem, das wir immer wieder
ansprechen, dass der öffentliche Raum so hergeschenkt wird. Öffentlicher Raum, der uns eben allen gehört, wie schon gesagt, wird an Gewerbetreibende hergeschenkt, indem man für einen Quadratmeter 27 Euro Miete im ganzen Jahr bezahlt. Es geht nicht um Verbote, es geht nicht um Gebote, es geht um ein schönes, erquickliches Nebeneinander, das die Qualität der inneren Stadt entsprechend akzentuiert. Wird es in 2, 3 und 4 Jahren weiterhin Breaker am Stephansplatz geben? Also wenn es nach mir geht und mit meiner Unterstützung, auf jeden Fall. Also für viele der People, nicht für alle in Wien, haben die Breaker, die ungarischen Breaker, die seit 13 Jahren am Stephansplatz tanzen, sowas wie eine Vorbildwirkung. Die sind ihr Idol. Die Philosophie von diesen ungarischen Breakern ist auch etwas, wovon unsere Jugendlichen sehr begeistert sind. Zu dieser Philosophie gehört, dass alle Breaker gleichwertig sind, also überhaupt alle Menschen gleichwertig sind, unabhängig von Nationalität, Geschlecht etc. Lebensphilosophie. Es ist das, was ich jeden Tag mache. Ich habe dadurch mehr Selbstbewusstsein bekommen. Wenn es die nicht gegeben hätte, die Tanzwettbewerbe, hätte es uns gar nicht gegeben. Ich glaube, wir hätten da nie so hart an uns gearbeitet, weil wir wollten uns beweisen, wir wollten was sein halt. Ne? Wo kommen die Leute, die da einfach tanzen? Von überall eigentlich. Also ich, meine Wenigkeit aus Russland, es gibt noch einen B-Boy, nein, das sind zwei, aus der Ukraine, also der frühere Ostblock. Ungarn habe ich gesehen. Ungarn, Türkei, ja. Ex-Jugoslawien, Italien, Frankreich. Es sind ständig Leute zu Besuch bei uns. Ich spreche, warte, wie viele sind das? Also ich zähle mal auf, Deutsch. Ja. Englisch, dann Romanes, zwei verschiedene Sprachen, dann haben wir natürlich Serbokroatisch und Mazedonisch. Ich war mit 16 Jahren in Brooklyn. Unten in Manhattan hat er Gruppen getanzt, das waren Puerto Ricaner, und da hat der Herbert heißt und so gesagt, na geh, komm, geh rein, sag ihnen, was du kannst. Ich sage, das kann ich nicht machen, das sind Puerto Ricaner, da kriegen wir Probleme. Und da hat er mit einer dann Englisch gesprochen und die haben das nicht geglaubt und gesagt, ja, na geh schon, komm, sie wollen sagen, was der Herr Nightman kann. Da habe ich getanzt und dann sind sie irgendwie so einer da, sind sie weiß geworden, haben sie eigentlich fast die gleiche Hautfarbe gehabt wie ich. Das, was sie unheimlich stolz gemacht hat, war das, dass sie eigentlich genau gewusst haben, dass das eigentlich von Amerika eigentlich nach Europa kommt und eigentlich ganz Europa eigentlich diesen Tanzstil tanzt. Ein echter B-Boy müsste eigentlich alles können. Wir sind zwei getrennte Gruppe, und zwar Elementary Force und Suicide Lifestyle. Aber hier in Wien oder meistens in der Straße tanzen wir zusammen. Wie findest du die Wiener Breakdancer? Ja, die sind meine Freunde, alle. Ich meine, ja, die sind ziemlich gut.
Also seitdem ich tanze, kenne ich diese ungarische B-Boys. Ich bin dankbar, dass ich sie kennengelernt habe, weil durch denen habe ich auch sehr viel gelernt zum Beispiel. Wir sind alle untereinander Freunde und es gibt keinen, nicht einmal einen inoffiziellen Chef. Der Grund, warum ich tanze, es befreit mich. Hi. Tanzen ist ja eine körperliche Sprache. Ja? Da sie ja eine gewisse Zeit lang Helden waren, werden sie ja Helden bleiben. Aber vielleicht Helden mit ein bisschen einer Patina. Es sind so viele. Es sind gute. Es gibt nur ein Wort, Zeitdruck. Also Tanzen ist mit anderen Worten wirklich alles. Kannst du uns nur sagen, ob es noch irgendwas noch im Rhythmus hast? Keinen Helikopter, aber so im Stehen gibt es ja ein paar so... Naja, aber gerade ein Helikopter, wirklich? In meinem Alter wirklich? Noch. Wirklich? Okay. Bitte, Mann, gibt's einen Platz. Wir da oben. In dem Sinn an alle alten Breakdancer, gell?